Dann fangen wir einfach mal an. Herzlich willkommen zurück zur Ringvorlesung zur Klimakrise. Ich bin Cornelius und freue mich, euch alle heute begrüßen zu dürfen. Zuerst einmal zu ein paar organisatorischen Sachen. Wenn ihr Fragen habt während des Vortrags, stellt die gerne in das F&A-Tool. Dann ist es für uns ein bisschen einfacher, die Fragen zu sortieren und auch auf organisatorische Fragen einzugehen, etc. Also den Chat bitte nicht für Fragen nutzen. Und einmal für die alten Hasen sozusagen aus der letzten Ringvorlesung. Nach dem alten Muster hätte der Test ja jetzt heute gestartet. Der Test zu den ersten drei Vorlesungen, also inklusive dieser Vorlesung, startet aber erst in einer Woche, also am 2. November, damit da keine Verwirrung aufkommt. Dann darf ich euch heute unsere Referentin vorstellen. Wir haben Hanna Pilgrim zu Gast. Hanna, du kannst in die Kamera winken, du bist ja schon im Bild. Genau. Ah ja, genau. Oh Zusammen. Gott. Hi, genau, die Aufnahme. Ich lieb's, ja, sorry. Ich habe es mir eigentlich noch ganz dick Recording in aufgeschrieben. progress. Jetzt läuft die Aufnahme. Also nochmal hallo, Hanna, genau. Ich darf euch heute Hanna vorstellen. Sie koordiniert bei der NGO PowerShift den Arbeitskreis Rohstoffe, über den sie euch gleich selbst noch ein wenig erzählen wird. Sie hat einen Bachelor in Sozialwissenschaften und einen Master in Humangeographie. Und im Studium hat sie sich vor allem mit Vermarktungsprozessen kolonialer Rohstoffe auseinandergesetzt und der deutschen Verantwortung, die damit einhergeht. In ihrer Bachelorarbeit hat sie sich dem Tiefseebergbau gewidmet und ihrer Masterarbeit den ebenfalls sehr wenig beachteten Gewürzen, wie zum Beispiel Nelken. Und seit 2015 lassen sie metallische Rohstoffe nicht mehr in Ruhe. Hanna ist, sage ich jetzt mal so, politisch sehr aktiv und natürlich auch öfters auf Demos anzutreffen, natürlich auch bei Fridays for Future und hat zum Beispiel schon Workshops im Dannenröder Forst geleitet. Ganz aktuell beschäftigen Hanna die Regierungsbildung, das Lieferkettengesetz und Visionsentwicklung hin zu einer rohstoffleichteren Zukunft für uns alle, über die sie uns sicher gleich noch ein wenig berichten wird. Also, wir stellen uns mal ganz viel Applaus vor, virtuell. Hanna, die Bühne gehört dir. Ja, herzlichen Dank, lieber Cornelius, für diese nette Einführung. Genau, ich begrüße euch auch alle ganz herzlich und bedanke mich erstmal ja, im Namen des ganzen Arbeitskreis Rohstoffe, dass ich jetzt gut eine Stunde unsere Geschichten mit euch teilen darf. Das freut mich wirklich sehr und genau, würde Lara bitten, dass sie am besten jetzt meine Folien teilt oder sind sie schon geteilt? Dann sagt mir Bescheid. Ja, perfekt. Klasse. Genau, begrüße euch alle ganz, ganz herzlich. Ich würde gerne in der nächsten guten Stunde, und dann haben wir hoffentlich im Nachgang auch nochmal Zeit, auch ein bisschen zu diskutieren oder Fragen zu klären, möchte aber auch schon im Vorhinein sagen, schreibt mir gerne, kontaktiert mich, wenn Fragen noch offen sind. Das soll jetzt, die Diskussion soll nicht hier an diesem Tage enden, sondern mein Anliegen ist es vor allem, diese Thematik ja auch in die Klimagerechtigkeitsbewegung reinzutragen und die Debatte auch zu starten. Ich habe den Titel gewählt, We can't mine our way out of the climate crisis, Rohstoffgerechtigkeit in Zeiten der Klimakrise. Der erste englischsprachige Satz ist ein Zitat des europäischen Netzwerks Yes to Life, No to Mining, die vor allem sehr stark auch mit Communities, die von Bergbau betroffen sind, zusammenarbeiten. Und ich finde, es fasst die Thematik meines Vortrags sehr gut zusammen. Und ich hoffe, ihr werdet das im Nachgang auch nochmal ja, noch besser verstehen oder ich werde auch einen Rückbezug auf jeden Fall darstellen. Einen Rückbezug da ja, aufbauen dazu und habe es nicht ins Deutsch übersetzt, weil es sehr schwierig ist, im Deutschen das so gut und knackig, weil es auch kein Verb für Bergbau quasi gibt, habe ich es beim Englischen belassen. Ähnlich wie bei dem Gedanken der Klimagerechtigkeit, sprich, dass diejenigen, die den anthropogenen, sprich menschengemachten Klimawandel herbeigeführt haben, grundsätzlich am wenigsten davon betroffen sind und gleichzeitig diejenigen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, aber die Folgen des Klimawandels am meisten spüren, möchte ich diese Fragen auf hinsichtlich Rohstoffen stellen, insbesondere hinsichtlich metallischer Rohstoffe, auf die ich noch näher eingehen werde und da ähnliche Fragen stellen. Also wie ist eigentlich die globale Rohstoffnutzung verteilt? Wer verbraucht sie eigentlich? Wer nutzt sie? Und wer trägt die Kosten des Abbaus? Und ganz grundsätzlich die Frage stellen, welche Rolle spielen eigentlich metallische Rohstoffe im Hinblick auf die Klimakrise? Und dementsprechend habe ich kurz ein paar Fragen vorbereitet und bitte dich, die nächste Folie zu zeigen.
wie ich gerne vorgehen würde jetzt in der nächsten Stunde, ist ja eine gewisse Zeit. Sie ist vollgepackt mit Informationen. Ich hoffe, ich überlade euch nicht. Ich habe versucht, die Folien auf jeden Fall sehr bildreich zu gestalten. Wir werden im Nachgang oder in der zweiten Hälfte auch einen Ausschnitt von Interviews sehen, von Betroffenen auch aus Bergbauregionen, dass ich auch nicht nur spreche. Und die Fragen, an denen ich mich orientiert habe, sind, dass ich erstmal verdeutlichen will, warum spreche ich eigentlich und wer ist eigentlich der Arbeitskreis Rohstoffe, für den ich hier spreche? Warum gibt es uns? Was sind metallische Rohstoffe? Und ganz besonders vor allem die Fragestellung, welche Relevanz haben sie in Zeiten der Klimakrise? Und da vor allem vier Facetten aufmachen, um dann auch, und das wird in der Zwischenzeit aber auch immer wieder deutlich werden, hinsichtlich der Frage der Rohstoffgerechtigkeit noch mal tiefergehend darauf eingehen. Ja, dann würde ich gerne starten mit der ersten Folie, also mit der Frage, warum gibt es uns eigentlich, beziehungsweise für wen spreche ich hier? Genau, ich bin jetzt hier in Person der Arbeitskreis Rohstoffe. Wir sind ein Netzwerk, was seit über 15 Jahren zu Fragen der Rohstoffpolitik arbeitet in Deutschland. Wir haben einen Schwerpunkt momentan sehr stark auf metallischen Rohstoffen und versuchen schwerpunktmäßig vor allem Lobbyarbeit hier in Berlin zu betreiben. Sprich, wir fragen immer die Frage, welche Rolle spielt eigentlich Deutschland entlang metallischer Rohstofflieferketten, die weit verzweigt sind, das werde ich gleich verdeutlichen. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wir geben Vorträge, wir publizieren sehr viele unterschiedliche, von Factsheets über Recherchen. Wir sind, die einzelnen Organisationen des Arbeitskreises sind sehr stark vernetzt, auch mit Partnerinnen in den Abbauregionen, um sozusagen die Perspektiven auch nach Deutschland zu tragen und die Verantwortung Deutschlands deutlich zu machen. Und wir betreiben auch Bildungsarbeit. Und der Arbeitskreis Rohstoffe ist sozusagen ein Zusammenschluss von mehr als 40 Organisationen, von Menschenrechtsorganisationen bis hin zu Umweltschutzorganisationen wie der BUND oder der NABU, aber auch die großen Hilfswerke Miserion Brot für die Welt. Und aus diesen Organisationen die einzelnen Referentinnen, die zu Rohstoffpolitik arbeiten. Genau, und dann zur nächsten Folie. Ein kurzer Hinweis, weil sehr, sehr viele Grafiken aus dieser Broschüre, 12 Argumente für eine Rohstoffwende, die ihr auch bei uns auf der Homepage ak-rohstoffe auch runterladen könnt oder auch bei PowerShift und den anderen Organisationen des AK auch bestellen könnt. Die meisten Grafiken sind aus dieser Broschüre. Und genau. Dort haben wir anhand von 12 Argumenten recht deutlich versucht, deutlich zu machen, warum wir eine Rohstoffwende brauchen, die wir im Zusammenhang mit der Energiewende denken müssen, mit der Digitalisierung und warum metallische Rohstoffe eben viel mehr in den Fokus gerückt werden sollten. Und dann zur nächsten Folie. Die Frage, warum gibt es uns eigentlich? Ich finde, das ist immer sozusagen mit einem sozialwissenschaftlichen Blick ist es immer natürlich total interessant zu fragen, warum gibt es eigentlich so einen Verband? Warum gibt es eigentlich eine soziale Bewegung? Und ich sehe das im Grunde auch in gewisser Form auch immer als einen Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das heißt, mehrere Menschen sind nicht ganz zufrieden mit den Verhältnissen, wie sie gerade sind. Und das war sozusagen auch der Ausgangspunkt, warum sich einzelne Referentinnen aus den einzelnen Organisationen zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen intensiver zu rohstoffpolitischen Themen arbeiten. Aus folgenden Punkten, die ich jetzt auch noch mal kurz verdeutlichen werde, sind drei Fakten, die ich aus meiner Sprecherin-Position sozusagen aus Deutschland noch mal hervorheben möchte. Deutschland gehört nämlich bei metallischen Rohstoffen zu den größten Verbrauchern weltweit. Bei den meisten kommt unter die Top 5, beispielsweise bei Bauxit oder Kupfer, bei anderen metallischen Rohstoffen aber auch unter die Top 7. Also wir sind einer der größten Verbraucher. Und bei Primärmetallen, also bei den Rohstoffen, die aus dem Bergbau wirklich gewonnen werden, sind wir knapp 100%, also mit 99,7% abhängig aus dem Ausland. Das heißt, wir beziehen die Rohstoffe aus dem Ausland, bei wem in Deutschland eigentlich nahezu keinen metallischen Rohstoffabbau haben.
Und gleichzeitig, und das werde ich jetzt nicht vertiefen, da können wir vielleicht in der Diskussion auch nochmal drauf eingehen, sehen wir, und das von Anfang an mit dem ersten Rahmenprogramm der deutschen Rohstoffpolitik, nämlich der deutschen Rohstoffstrategie, wurde der Fokus sehr, sehr stark auf nationale Versorgungssicherheit gelegt. Das heißt, die Versorgung der deutschen Industrie mit metallischen Rohstoffen und Fragen von Menschenrechten oder der Verantwortung entlang der Lieferkette in den Abbauregionen und so weiter, wurden viel weniger thematisiert. Und das war eine große oder ist weiterhin eine große Schwachstelle und auch der Grund, warum der Arbeitskreis Rohstoffe existiert und auch weiterhin da eine hohe Relevanz sieht, da mehr politischen Druck auch auszuüben, um diese Fragen auch noch mit einer menschenrechtlichen und ökologischen Perspektive zu ergänzen. Ich bleibe noch mal kurz in Deutschland und würde gerne die Punkte, die ich jetzt kurz schon angedeutet habe, noch mal auch grafisch verdeutlichen und anhand auch von Studien und Zahlen quasi die metallischen Flüsse Deutschlands noch mal deutlich machen und damit gerne auf die nächste Folie gehen. Und zwar unter den Schlagworten zum einen Importweltmeister Deutschland, zum anderen Externalisierung der negativen Auswirkungen und dem Stichwort Wegwerfgesellschaft. Und da würde ich gerne mit der nächsten Folie starten unter dem Punkt Importweltmeister. Die nächste Folie, die jetzt quasi die eine Folie nochmal deutlicher zeigt. Das ist ein Screenshot von einem Vortrag der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Der Begriff des Exportweltmeisters hören wir nahezu täglich, wenn es um Deutschland geht. Die andere Seite der Medaille hören wir aber eigentlich weniger, nämlich dass wir auch gleichzeitig Importweltmeister sind von Rohstoffen. Das heißt, um irgendwas herzustellen, ob es jetzt beispielsweise Autos sind oder andere Produkte und Dinge, haben eine materielle Basis. Und Deutschland, wie gesagt, importiert nahezu 100% die Primärmetalle aus dem Ausland. Und in diese Grafik zeigt im Grunde genommen, woher wir die metallischen Rohstoffe überall beziehen. Und das sind Länder vor allem in Südamerika, Afrika, aber auch in Asien, also weit verbreitet, wie ihr das an den blauen Markierungen sozusagen sehen könnt. Es sind aber nicht nur, und damit würde ich gerne überleiten zum nächsten Punkt, nicht nur die Rohstoffe, die wir importieren, sondern ihr habt sicherlich auch schon das Konzept des Rucksacks oder des des ökologischen Fußabdrucks auch mitbekommen oder der ökologische Rucksack, wie er genannt wird. Das heißt, es werden nicht nur die Metalle importiert, sondern wir müssen auch noch weitaus mehr mitdenken, denn wir nutzen natürlich auch das Wasser an dem Ort, das Land an dem Ort, die Arbeitskraft an dem Ort und dementsprechend müssen wir auch schauen, wie viel Wasser wird eigentlich mit verbraucht dort vor Ort oder wie viel CO2 auch emittiert. Das werde ich später nochmal vertiefen. Und da gibt es nur das Beispiel jetzt kurz bei den deutschen Kupferimporten insgesamt haben wir versucht, auch in dieser 12 Argumente für eine Rohstoffwende-Broschüre das zu errechnen und die Frage gestellt, wie viel Wasser wird eigentlich für die deutschen Kupferimporte benötigt? Und das sind 115,4 Millionen Kubikmeter, was quasi 577 Millionen Badewannen voll mit Wasser bedeutet. Allein für das Kupfer, was in Deutschland benötigt wird. Und damit würde ich gerne zum zweiten Schlagwort überleiten und zur nächsten Folie, nämlich zum Punkt Externalisierungsgesellschaft. Das ist ein Screenshot des Collective Mapping Tools Environmental Justice Atlas, was ich auf jeden Fall euch sehr ans Herz legen möchte. Es mappt sozusagen alle möglichen sozial-ökologischen Konflikte, die jetzt in diesem Beispiel, also bei den orangenen Punkten, vor allem im Zusammenhang stehen mit dem Abbau und der Weiterverarbeitung von metallisch-mineralischen Rohstoffen. Und da seht ihr, eben habe ich die Karte, wenn man quasi drüber legt, wir beziehen hauptsächlich aus Südamerika, Afrika oder Asien, sehen wir, dass vor allem in dem Zusammenhang zahlreiche Konflikte auch aufgezeichnet und dort gebündelt werden. Man kann
kann da sehr genau nachvollziehen, welche beispielsweise auch welche Unternehmen dort mit involviert sind und welche Menschenrechtsverletzung oder Umweltzerstörung dort quasi protokolliert wird. Und da möchte ich nur kurz ein paar Beispiele nennen, die mit dem metallischen Bergbau immer wieder auftauchen. Das kann natürlich sein, dass es zu einer Landvertreibung kommt, weil eine Bergbaumine errichtet wird. Das heißt, die lokale Bevölkerung wird teilweise gewaltvoll, wird ihnen das Land entzogen und sie werden nicht adäquat kompensiert. Also sie kriegen keine vergleichbare Fläche dafür. Es kommt sehr häufig zur Zerstörung von Ökosystemen und der lokalen Biodiversität, weil im Bergbau teilweise sehr toxische Rückstände entstehen, die dann abgeleitet werden in die Flüsse, in der Umgebung und somit langfristig Flüsse und Gewässer und somit auch teilweise das Trinkwasser vergiften. Das sind nur so ein paar Beispiele. Und nur noch zum dritten Punkt, der wichtig ist, finde ich, im Zusammenhang mit Deutschland zu sehen, ist neben Importweltmeister, Externalisierung, auch der Punkt und damit zur nächsten Folie, der Wegwerfgesellschaft. Wir produzieren in Deutschland sehr, sehr viel Müll, was auch erstmal was sozial konstruiertes ist, kann man so sagen. Das heißt, wir nutzen die Dinge grundsätzlich zu kurz und wir konsumieren sehr viel und wir entsorgen es sozusagen nicht richtig. Und diese Grafik auch aus unserer Broschüre hat es auch versucht, ein bisschen grafisch und handhabbarer deutlich zu machen in der Entsorgung von Elektrogeräten. 1 Million Tonnen werden deutschlandweit nicht erfasst. Das heißt, sie landen zum Beispiel im Restmüll oder werden illegal exportiert. Und das entspricht einer Menge von 100 Eiffeltürmen. Und von diesem gesammelten, was gesammelt wird, die Schrottberge, werden bislang auch nur 35-40% überhaupt tatsächlich recycelt. Das heißt, sehr, sehr viele metallische Rohstoffe werden dadurch gehen grundsätzlich verloren und können nicht adäquat wiederverwendet werden, was theoretisch eigentlich möglich wäre. Und das ist sozusagen mit dem Punkt, dass wir sehr viele Primärrohstoffe beziehen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch versuchen, innerhalb des Gedankens der Rohstoffwende mit aufzugreifen und da Veränderungen anzustoßen. Da werde ich später noch drauf eingehen. Dann zur nächsten Folie. Ich habe jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, metallische Rohstoffe. Was meine ich jetzt eigentlich damit oder was sind metallische Rohstoffe? Sie begegnen uns eigentlich von morgens bis abends. Also sie sind ganz fest im Alltag integriert, ob das am Morgen der Wecker ist, der klingelt, oder das Handy, ob man duscht und der Duschkopf, ob das die Fahrt in die Uni ist mit Bus oder Bahn oder Fahrrad, ob das am Laptop sitzen ist auf der Arbeit oder in der Bib. Also metallische Rohstoffe sind eigentlich so fest im Alltag integriert, dass sie uns eigentlich fast gar nicht auffallen und deswegen auch gar nicht so viel darüber gesprochen wird. Wir haben hier das auch grafisch versucht darzustellen, beziehungsweise auch ein paar Begrifflichkeiten einfach mal von Metallen eingeworfen, die auch teilweise, es gibt wirklich eine Vielzahl, die auch vielen, auch mir teilweise noch gar nicht bekannt waren. Aber Begriffe, die man natürlich schon kennt, sind sowas wie Kupfer oder Nickel, Zinn, Coltan, Platin, Wolfram oder Eisen oder was jetzt momentan ja auch sehr viel besprochen wird, Lithium. Charakteristisch für Metalle, und das habe ich eben schon angedeutet, ist, dass wir sie wiederverwenden können. Das heißt, wir können sie eigentlich grundsätzlich in etwas einbauen, wir können sie nutzen, dann könnten wir sie wieder ausbauen und in etwas anderes wieder einbauen. Und das ist sozusagen ein Charakteristikum von metallischen Rohstoffen, was vor allem im Zusammenhang mit fossilen Rohstoffen ein großer Unterschied ist, also im Vergleich zu Kohle, Erdöl oder Gas. Wir können metallische Rohstoffe grundsätzlich zirkulär nutzen. Genau, und das ist, wie gesagt, aber noch nicht vollumfänglich aus unterschiedlichen Gründen möglich oder wird nicht, ist noch nicht der große politische Wille da, weil es letztendlich noch billiger ist, aus dem Ausland zu importieren. Genau, und
nun eine grobe Tendenz, so auch im, die Frage, wie viele metallische Rohstoffe nutzen wir eigentlich? Und da würde ich gerne, und da sind, ist vor allem sozusagen der mittlere Bereich jetzt interessant, das ist eine Studie des International Resource Panels, entschuldigt die Qualität, das ist ein Screenshot, die ich möchte damit vor allem deutlich machen, dass die Nutzung von Metallen sich seit 1970 verdreifacht hat und es weiterhin ansteigend ist. Das heißt, rein quantitativ verwenden wir eben immer mehr metallische Rohstoffe. Und das würde ich gerne in der nächsten Folie auch deutlich machen. Da wird sozusagen aufgezeichnet, die unterschiedlichen, die vier industriellen Revolutionen auf der X-Achse. Das heißt, von der Mechanisierung über die Einführung des Fließbands hin zur Automatisierung bis heute zur sogenannten vierten Revolution, industriellen Revolution, wo die Dinge sozusagen durch Sensoren und RFID-Tags und so weiter miteinander vernetzt sind, sehen wir, das, und das sind quasi die Kreise, dass die Anzahl an metallischen Rohstoffen, die wir verwenden, im Laufe der Zeit eben enorm angestiegen ist und wir heutzutage nahezu das komplette Periodensystem verwenden. Also nicht nur quantitativ sozusagen verwenden wir immer mehr metallische Rohstoffe, sondern auch rein qualitativ in der Vielzahl der unterschiedlichen Rohstoffe. Wie jetzt die metallischen Rohstoffe abgebaut werden und so weiter, das ist sehr, sehr divers, ob das im Großbergbau ist, im Kleinbergbau. Also das ist, kann man gar nicht pauschal sagen, aber ich werde auf ein paar Beispiele eingehen. Und jetzt würde ich gerne noch, und das ist ein Screenshot einer Broschüre von PowerShift zusammen mit Miserium Brot für die Welt, wo wir uns vor allem im Zusammenhang mit den Mobilitätsfragen, Mobilitätswende und Rohstoffwende vor allem auch zusammendenken. Und hieran möchte ich einfach nur nochmal deutlich machen, neben auch einem sehr festen Bestandteil unserer Gesellschaft in Deutschland anhand des Autos deutlich machen, wo eigentlich über metallische Rohstoffe verbaut sind. Die Debatte ist jetzt gerade sehr stark angetrieben, dass es sehr viel auch um Batterien geht, um E-Mobilität. Aber da ist es uns vor allem ganz grundsätzlich sehr, sehr wichtig, dass natürlich nicht nur metallische Rohstoffe sich in der Batterie befinden, sondern ganz unabhängig erstmal von dem Antrieb natürlich auch in einem Dieselwagen auch ja, die Karosserie und so weiter natürlich auch aus metallischen Rohstoffen besteht. Also deswegen sind wir auch grundsätzlich der Meinung, dass erstens Autos nicht immer größer werden und immer schwerer werden sollten und dass sozusagen eine Mobilitätswende auch nicht nur eine Antriebswende sein kann. Das zur Einführung, vielleicht ein kurzer Durchschnaufer, was wer quasi der Arbeitskreis Rohstoffe ist, warum es uns gibt, vor allem auch hinsichtlich der ja, unserer Situation hier in Deutschland und wie die deutsche Rohstoffpolitik ausgerichtet ist. Und jetzt würde ich vor allem, und das ist mir wirklich ein großes Anliegen, das Thema metallischer Rohstoffe, die Relevanz aufzeigen, die es auch im Zusammenhang mit der Klimakrise hat, weil wir eben immer wieder beobachten, dass vor allem bei metallischen Rohstoffen in der Nachhaltigkeitspolitik da noch Schwachstellen einfach bestehen und sehr häufig Rohstofffragen oder Rohstoffgerechtigkeitsfragen nicht tiefergehend behandelt werden. Und die absolute Notwendigkeit natürlich besteht der Dekarbonisierung, um die Klimaziele zu erreichen. Wir aber grundsätzlich bemerken, dass wir aufpassen müssen, dass wir quasi nicht einen Shift erleben und gleichzeitig die Nachfrage aber nach metallischen Rohstoffen enorm steigt. Und das würde ich jetzt gerne anhand von vier Facetten genauer erläutern und auf die nächste Folie verweisen. Genau, die vier Facetten, die ich gerne genauer anschauen würde, sind zum einen der Punkt, dass metallische Rohstoffe, und das ist eben schon angeklungen, grundsätzlich die Basis ist, also die materielle Basis für sehr viele sogenannte Zukunftstechnologien, ob das jetzt im Bereich der Dekarbonisierung ist, sprich Erneuerbare, Windkraft, Photovoltaik, ob das im Zusammenhang mit der Elektrifizierung um Batterien geht, aber auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, wie ihr alle wisst, also Zunahme an Smartphones, anderen Gadgets und Laptops, die notwendig sind für die Digitalisierung.
Zum anderen verursachen der Abbau und auch die Weiterverarbeitung von metallischen Rohstoffen auch CO2-Emissionen, was ich gleich nochmal an zwei Beispielen von Bauxit und Kupfer verdeutlichen werde. Und der Primärbergbau von metallischen Rohstoffen führt auch zur Zerstörung von Senken, also CO2-Speichern, und zum Biodiversitätsverlust. Und zum anderen, auch aus einer Rohstoffgerechtigkeitsperspektive, sehen wir, dass auch die Regionen, die vor allem und die Gemeinschaften, die besonders auch schon betroffen sind von den Folgen des Klimawandels, auch gleichzeitig der Druck nochmal steigt, weil die Nachfrage nach metallischen Rohstoffen größer wird und somit die Gefahr von sozialen Konflikten in den Abbauregionen oder potenziellen Abbauregionen auch steigt. Und damit würde ich gerne mit dem ersten Punkt starten, nämlich sozusagen dem Punkt, dass metallische Rohstoffe eigentlich grundsätzlich die materielle Basis sind für sehr, sehr viele Technologien, die angestrebt und auch politisch flankiert werden. Und da habe ich mehrere quasi Prognosen mitgebracht, aber auch extra mehrere, weil Prognosen sollte man natürlich auch nicht nur auf eine schauen. Aber alle, und da habe ich jetzt als erstes sozusagen, das habe ich vorgestern, glaube ich, noch gelesen, das World Economic Forum erst noch konstatiert, dass Decarbonization will be mineral intensive because clean energy tech requires more metal. Also Dekarbonisierung ist sozusagen mineralintensiv und benötigt sehr viele metallische Rohstoffe. Auch die Weltbank hat auch noch letztes Jahr sozusagen einen ähnlichen Punkt deutlich gemacht. A low carbon future will be very mineral intensive because clean energy technologies need more materials than fossil fuel based electricity generation technologies. Also auch da der Punkt, wenn wir hin zu einer CO2-neutralen Zukunft wollen, sehen wir gleichzeitig, dass es aber auch eine Materialintensivierung gibt, vor allem hinsichtlich metallischer Rohstoffe. Und jetzt würde ich gerne anhand von zwei Grafiken nochmal auch zwei andere Studien verdeutlichen und eine, die wir aufgegriffen haben, auch in unserem Papier 12 Argumente für eine Rohstoffwende. Das ist sozusagen das Ergebnis einer Studie der Deutschen Rohstoffagentur von 2017. Sie haben sich 36 sogenannte Zukunftstechnologien angeschaut, von Elektromobilität hin zu RFID-Tags und Sensoren, die notwendig sind für die Digitalisierung über Robotik und so weiter. Sie haben sich quasi diese Zukunftstechnologien angeschaut und haben geguckt, wie sich die metallische Nachfrage verändert bis 2035. Da vorausgesetzt aber, dass wir so konsumieren, produzieren und wirtschaften in der Form, wie wir es jetzt gerade tun. Das ist ganz wichtig. Und kommen eben zu dem Ergebnis, dass es enorme Nachfrageanstiege, vor allem bei Lithium, Kupfer, Kobalt und seltenen Erdmetallen. Das ist aber auch nochmal eine Gruppe von 17 unterschiedlichen Rohstoffen, meine ich. Genau, und das ist aber auf jeden Fall, das möchte ich damit deutlich machen, enorme Nachfrageanstiege gibt und somit wir auch schon beobachten, dass die Preise beispielsweise auch steigen, dass mehr investiert wird in den Bereich, weil man eben sieht, das sind die Rohstoffe, die wir jetzt benötigen. Eine andere Studie in einer sehr guten NGO, US-amerikanischen NGO, auf der nächsten Seite von Earthworks dieses Jahr veröffentlicht, hat quasi auch die sogenannten Transition Technologies sich genauer betrachtet und dabei vor allem Windkraft, Photovoltaik, Batterien, Magnete und Kabel genauer betrachtet und unter die Lupe genommen und attestieren sozusagen auch enorme Nachfrageanstiege bei Kobalt, Lithium und Nickel. Genau, das sozusagen nur als Verdeutlichung, was unterschiedliche Prognosen deutlich machen, ist, dass wir sehen, dass spezifische Technologien, die zunehmend auch verwendet werden und notwendig sind für eine Dekarbonisierung, für das Erreichen der Klimaziele, wir gleichzeitig sehen, dass die Nachfrage nach metallischen Rohstoffen steigt. Der zweite Punkt, den ich einbringen möchte und den ich eben schon kurz erwähnt habe und damit auf die nächste Folie, ist, dass metallische Rohstoffe gleichzeitig auch zu CO2-Emissionen, vor allem in der Weiterverarbeitung, führen. Das heißt, es macht nicht so viel Sinn, sich jetzt nur den Bergbau anzuschauen. Der ist jetzt quasi im Vergleich mit anderen
mit fossilen Rohstoffen in der CO2-Bilanz sozusagen weniger relevant. Was aber vor allem sehr relevant ist, ist die Weiterverarbeitung von metallischen Rohstoffen. Das heißt, metallische Rohstoffe werden hauptsächlich abgebaut als Erz und müssen dann weiterverarbeitet werden. Und durch unterschiedliche Prozesse sozusagen wird das Metall herausgearbeitet, jetzt ganz vereinfacht gesagt. Und dieser Prozess ist sehr energieintensiv. Und das würde ich gerne verdeutlichen anhand von Aluminium und Kupfer. Das ist jetzt ein Screenshot von einer ganz neuen Broschüre vom Rohstoffsteckbrief von Powershift. Und da haben wir uns eben, also Aluminium besteht hauptsächlich da, der Grundstoff von Aluminium ist Bauxit. Das ist sozusagen das Erz. Und Bauxit wird weiterverarbeitet und dann kommt das Leichtmetall Aluminium raus, was vor allem auch hauptsächlich auch in der Automobilindustrie als Leichtmetall sehr stark verarbeitet wird. Und wenn wir uns allein die Umwandlung von Bauxit und Aluminium anschauen und gleichzeitig die Weiterverarbeitung von Eisen zu Stahl, kommen Studien zu dem Ergebnis, dass sie allein für 10-11% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich sind. Also alleine diese Weiterverarbeitung des Erz aus dem Bergbau hin zu dem Metall. Eine relativ neue Studie von australischen, deutschen und japanischen WissenschaftlerInnen haben untersucht, inwiefern der Rohstoffabbau und die Produktion, also diese Weiterverarbeitung von Metallen, eigentlich überhaupt mit den internationalen Klimazielen vereinbar sind. Und haben das anhand von Life Cycle Assessments und Material Flow Analysis und anderen Methoden versucht herauszubekommen. Und sie kommen ganz deutlich zu dem Ergebnis und sagen, sie sind eigentlich nicht vereinbar mit den Klimazielen und nehmen da schon sozusagen das 2-Grad-Ziel an. Also sie sagen, zwar könne die Rohstoffgewinnung in den nächsten Jahren noch ansteigen, und wir bleiben trotzdem im Rahmen des 2-Grad-Ziels, was ja auch schon sozusagen zu viel ist. Aber der Höhepunkt des Rohstoffabbaus, des Primärrohstoffabbaus, müsste eigentlich im Jahr 2030 erreicht sein. Ansonsten seien die Emissionen sozusagen, die mit dem Abbau und der Weiterverarbeitung einhergehen, nicht mit dem 2-Grad-Ziel vereinbar. Das nur so als Beispiel. Und der zweite Punkt, Kupfer, das ist auf der nächsten Folie. Da haben wir das auch versucht zu errechnen. Also inwiefern sozusagen die Freisetzung allein von dem Kupfer, was wir verwenden in Deutschland, was ich eben schon eingebracht habe bei der Verwendung von Wasser, wie viel Wasser quasi notwendig ist. Das war das Beispiel mit dem Badewannen. Haben wir auch geschaut, die jährliche Freisetzung der Kupferproduktion für Deutschland, wie viel CO2 quasi emittiert wird. Und das sind 5 Millionen Tonnen CO2. Das ist vergleichbar mit einer Strecke von 25 Milliarden Kilometer mit dem PKW, was 633 Erdumrundungen entspricht. Also auch enorm energieintensiv. Und das müssen wir auf jeden Fall mitbedenken, wenn wir schauen, inwiefern auch metallische Rohstoffe einen Einfluss auf die CO2-Bilanz haben, wenn wir sie im Primärbergbau gewinnen. Der dritte Punkt, den ich gerne einbringen würde, ist der Aspekt, dass der Abbau von metallischen Rohstoffen gleichzeitig auch zur Zerstörung der Biodiversität und der Senken, also der CO2-Speicher, führt. Und da habe ich euch eine Studie mitgebracht von 2017 von Laura Sonter und Kolleginnen, die zu dem Ergebnis kommt, dass 10% der Entwaldung des Amazonasbecken zwischen 2005 und 2015, also innerhalb von 10 Jahren, indirekt mit dem Bergbausektor verbunden sind. Und das entspricht einer Fläche von 11.670 Quadratkilometern, was ungefähr die Fläche von Schleswig-Holstein ist. Ich habe mal geschaut, Schleswig-Holstein ist 15.000 Quadratmeter groß, aber eben eine enorme Fläche und eine enorme Zerstörung des Amazonasbeckens. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch ein deutsches Bundesministerium, das Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit, die sich vor allem den Zusammenhang von Rohstoffabbau und Entwaldung genauer angeschaut haben.
Und sie kommen zu dem Ergebnis, dass der Bergbau der viertgrößte Treiber der Entwaldung ist und haben nochmal genauer geschaut, die einzelnen Minen, ob es jetzt eine Goldmine ist, Eisenerzmine oder Kupfermine, wie hoch der Anteil ist dieser Minen, die in Waldregionen, in Wäldern sozusagen vorzufinden sind und somit eben einen enormen Einfluss auf diese Wälder haben. Entweder wurde schon quasi was entwaldet, um diese Mine überhaupt erst ins zu etablieren. Oder natürlich auch teilweise dann durch ökologische Auswirkungen auch zu Zerstörung von Wäldern kommt. Und der vierte Punkt, den ich im Zusammenhang mit der Klimakrise einbringen möchte, ist, dass, und damit zur nächsten Folie, dass metallische Rohstoffe und der Abbau von metallischen Rohstoffen ebenfalls, sage ich mal, in einer enormen konfliktbehafteten Situationen oder in den unterschiedlichsten Krisen, in denen wir uns befinden und die wir beobachten. Klappt das mit der Folie? Genau, perfekt. Dass wir sehen, dass metallischer Bergbau gleichzeitig eben sozusagen auch noch ein Treiber für soziale Konflikte ist oder sein kann. Da habe ich euch mehrere Screenshots von aktuellen Berichten, also wirklich hochaktuell, die sind alle aus 2021 mitgebracht, die eben verdeutlichen, dass soziale Kämpfe um Land, um Wasser und auch kulturelles Eigentum sich enorm verschärfen und vor allem auch eben diejenigen betreffen, die gleichzeitig bereits enorm beispielsweise auch unter den Folgen des Klimawandels leiden. Das sind jetzt Berichte beispielsweise aus Brasilien, wo es auch um die Zerstörung des Amazonasgebiets geht, vor allem auch indigene Gruppen sehr stark durch eine Zinnmine betroffen sind. Ob es um eine Kupfermine in Serbien geht, die Eigentumsrechte sozusagen missachtet und ökologische Standards nicht einhält oder ob das eben ein zunehmender Druck auch in Skandinavien ist, den wir beobachten, dass der Druck auf die Gemeinschaften, die in der Nähe von sozusagen Rohstoffen leben oder wo Reserven liegen, dass der Druck sozusagen steigt. Und das sozusagen auch im Grunde genommen einen Rückbezug zu der Folie, die ich am Anfang gezeigt habe, mit der Externalisierung unseres Lebensstils im Grunde genommen. Und wir das wirklich zahlreich beobachten und mitbekommen und auch von Partnerinnen vor Ort diese Informationen bekommen. Und die letzte Grafik, die ich da noch mit einbringen möchte, inwiefern soziale Konflikte quasi auch verschärft werden. Vielleicht kennen einige von euch die NGO Global Witness. Sie bringt jedes Jahr einen Bericht raus, anhand dessen sie verdeutlichen, wie hoch die Zahl der getöteten Environmental Defenders, also UmweltschützerInnen, liegt. Die Zahlen sind immer wieder sehr, sehr erschreckend. Also diejenigen, die sich sozusagen aktiv ihre Umwelt versuchen zu schützen. Und im letzten Jahr, also im Jahr 2020, wurden 227 UmweltaktivistInnen aufgrund ihrer Arbeit ermordet. Und 30% der Fälle stehen eben auch da im Zusammenhang mit der Ressourcenextraktion und mit Kolumbien, Mexiko und den Philippinen, die auch eine der rohstoffreichsten Länder der Welt sind, auch im Zusammenhang mit metallischen Rohstoffen sind es sozusagen die Länder, die am meisten betroffen sind oder wo die meisten Toten festgestellt wurden. Ein kurzes Zwischenfazit, um dann in den letzten Teil zu gehen meines Vortrags. Also wie verdeutlicht wurde, metallische Rohstoffe sind, zur nächsten Folie. Metallische Rohstoffe sind grundsätzlich unsere alltäglichen Begleiter. Wir verwenden sie eigentlich nahezu minütlich, könnte man sagen. In Deutschland, aber auch in der EU gehören wir zu den größten Verbrauchern metallischer Rohstoffe. Es ist eine enorme Importabhängigkeit zu beobachten, da wir hauptsächlich aus dem Ausland beziehen. Wir beobachten gleichzeitig, dass aber im Zusammenhang mit Deutschland beispielsweise die nationale Versorgungssicherheit in der politischen Flankierung quasi im Vordergrund steht. Es geht darum, die Industrie zu versorgen, Fragen von Menschenrechten und Umweltschutz und globaler Verantwortung sind da eher
hinten angestellt. Wir beobachten gleichzeitig, dass wir quasi im linearen Produktionssystem leben, dass wir metallische Rohstoffe, die wir auch zirkulär nutzen könnten, weiterhin im großen Maße verschwenden. Wir zudem die negativen Auswirkungen des Abbaus in die Abbauregionen im Ausland verlagern und wir gleichzeitig eben beobachten, dass wir eine steigende Nutzung metallischer Rohstoffe in sogenannten Zukunftstechnologien und in Technologien, die vor allem flankiert werden im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Klimakrise, prognostiziert bekommen. Und dass die Extraktion von metallischen Rohstoffen gleichzeitig auch negative Auswirkungen auf das Klima hat durch die CO2-Bilanz und auch die Zerstörung von Senken und dass wir enorm aus einer Rohstoffgerechtigkeitsperspektive eben sehen, dass es enorme Ungerechtigkeiten in der Nutzung und dem Zugang zu Rohstoffen zu beobachten ist. Jetzt möchte ich gerne zum zweiten Part quasi kommen und verdeutlichen, weil das ist sozusagen auch der Ansatz. Ich weiß nicht, ob das am Anfang deutlich wurde, wie wir auch als AK-Rohstoffe arbeiten, dass wir die Frage stellen, dass wir nicht den Individualkonsum in erster Linie kritisieren wollen, sondern dass wir strukturelle Fragen stellen und uns sozusagen fragen, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir Rohstoffe, so wie wir sie verwenden, wie wird das quasi politisch flankiert? Welche Gesetze führen dazu, dass diese Struktur, die wir beobachten können, eigentlich fortgeführt wird oder überhaupt erstmal etabliert? Und das heißt, wir schauen auch sehr, sehr stark auf politische Prozesse, die in Deutschland angetrieben werden, aber eben auch auf EU-Ebene. Und das würde ich gerne verdeutlichen anhand zweier EU-Prozesse, nämlich dem European Green Deal und der Critical Raw Materials und dem Critical Raw Materials Action Plan, um zu zeigen, wie sozusagen auch auf politischer Ebene man sieht, dass auch die Nachfrage, wie es letztendlich dazu kommt, dass die Nachfrage nach metallischen Rohstoffen teilweise auch steigt und eben auch so metallische Rohstoffe bezogen werden, wie sie das momentan, wie das momentan zu beobachten ist. Genau, zur nächsten Folie. Der European Green Deal, habt ihr sicherlich auch alle schon mitbekommen, ist ja auch viel im Gespräch. Er wurde 2019 von der Kommission vorgestellt. Es ist einer der zentralen Projekte der EU mit dem Ziel, das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen. Und definiertes Ziel ist es, dass sich die Europäische Union bis 2050 dazu verpflichtet, zum klimaneutralsten Wirtschaftsraum der Welt zu werden. Das heißt, wir wollen die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 auf Null senken und auch gleichzeitig das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln. Es wird auch von vielen als die neue Wachstumsstrategie der EU beschrieben, weil sozusagen mit damit einhergehend auch ein neuer Aufschwung, ein Wachstum an Arbeitsplätzen geschaffen werden soll, aber gleichzeitig quasi auch eine grüne Gestaltung vorangetrieben werden soll und auch ökologische und wirtschaftliche und soziale Fragen zusammengedacht werden sollen. Ich habe gleichzeitig noch einen Artikel von Adrian Schlegel mit eingebracht, weil ich finde, er hat eine sehr, sehr wichtige Frage gestellt und damit komme ich sozusagen zu den Kritikpunkten oder warum es auch für uns relevant ist, sich das genauer anzuschauen. Nämlich Green Deal for whom? Also für wen ist eigentlich dieser European Green Deal? Und welche Strukturen sehen wir da eigentlich fortgeführt, wie wir das auch schon vorher beobachten konnten im Zusammenhang mit Rohstofffragen? Das heißt, im Grunde genommen gibt es, also der European Green Deal besteht aus vielen unterschiedlichen Strategien und auch Maßnahmen, die ergriffen werden sollen. Und da sind auch durchaus sehr positive und progressivere Maßnahmen drin, als jetzt im Vergleich mit Deutschland, wenn es jetzt beispielsweise um Kreislaufwirtschaftsfragen geht. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass sozusagen die sozial-ökologischen Auswirkungen der zum Beispiel der erneuerbaren Energientechnologien viel zu wenig mit einbezogen wird und dass automatisch davon ausgegangen wird, ist es grün und deswegen ist es sozusagen auch sauber und sozial. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, es wird in diesem European Green Deal nicht eine Kritik an unserem bereits sehr hohen Konsumniveau
der Länder in Europa und auch globalen Ungerechtigkeits- und Verteilungs- und Produktionsverhältnissen gestellt oder auch kapitalistischen Wachstumszwängen. Deswegen sprechen auch viele kritische Wissenschaftlerinnen auch sozusagen der letzte Versuch der Rettung des Kapitalismus. Also es fehlen vor allem auch ganz konkrete Vorschläge, wie wir auch unseren Ressourcen- und Energieverbrauch auf ein bestimmtes Niveau auch deckeln können. Und genau, die Frage, für wen eigentlich und wer leidet im Grunde genommen darüber oder welche Auswirkungen hat das vor allem auch auf die materiellen Flüsse, das wird unseres Erachtens nach quasi zu wenig behandelt. Bei dem Critical Raw Materials Action Plan, der weitaus unbekannter sein dürfte, denke ich mal, ist die nächste Folie, den ich aber auch sehr gerne mit einbeziehen möchte, weil er für uns sehr wichtig ist, weil es vor allem auch um metallische Rohstoffe geht. Das ist sozusagen ein Aktionsplan, wie er es ja auch sagt, der vor einem Jahr vorgestellt wurde durch die Kommission und dort die sogenannten kritischen Rohstoffe vorgestellt wurden, die durch unterschiedliche Berechnungen ermittelt wurden. Dazu gehören 30 Rohstoffe, die quasi als kritisch beschrieben werden, weil sie eine besondere Relevanz haben für sogenannte industrielle Ökosysteme, wie sie es nennen. Beispielsweise die Digitalisierung und gleichzeitig aber auch ein enormes Versorgungsrisiko besteht im Zusammenhang mit diesen kritischen Rohstoffen. Und dieser Aktionsplan soll sozusagen auch im Rahmen der Corona-Pandemie, wo deutlich wurde, die globalen Lieferketten sind extrem betroffen von Krisen oder Pandemien, war das große Ziel und die Begrifflichkeit im Zusammenhang mit diesem Aktionsplan, dass resiliente, also widerstandsfähige Lieferketten aufgebaut werden sollen. Und da verfolgen sie vor allem 4 Ziele. Das ist zum einen, dass eben genau resiliente Lieferketten aufgebaut werden sollen, dass dementsprechend auch die Importabhängigkeit vom Ausland verringert werden soll, beispielsweise auch durch zirkuläre, also durch Kreislaufwirtschaft, das heißt, dass die Metalle auch wiederverwendet werden. Dass aber gleichzeitig, und das sind die 2 letzten Punkte, die auch sehr wichtig sind zu betonen, dass sozusagen auch die heimische Gewinnung auch innerhalb Europas gestärkt werden soll, das sogenannte Insourcing und die Diversifizierung, das bedeutet sozusagen die Erkundung auch von neuen Orten des Abbaus in Drittländern, also außerhalb Europas auch quasi angestrebt werden sollte. Das sind sozusagen die Ziele. Auf der nächsten Folie sieht man nochmal, welche auf der Y-Achse sozusagen, was eigentlich die kritischen Rohstoffe sind, die als diese beschrieben werden. Und da sind jetzt auch dabei, die ich eben erwähnt habe, also Bauxit, Kobalt, Lithium, also all die, die vor allem auch in den Prognosen immer wieder genannt werden, die eine hohe Relevanz haben für die einzelnen, so wie die Kommission es sagt, die sogenannten industriellen Ökosysteme, eine Begrifflichkeit, die ich vorher auch noch nicht gehört hatte. Und dazu gehören beispielsweise erneuerbare Energien, Mobilität, Elektronik, Digitalisierung, aber auch, und das finde ich sehr, sehr wichtig im Zusammenhang auch mit metallischen Rohstoffen, beispielsweise auch für Verteidigungsfragen, also Militär, Rüstung im Grunde genommen. Auf der nächsten Folie, ganz kurz, weil mir die Zeit davonrennt, wird nur noch mal deutlich, wo zeigt diese Grafik quasi an, woher Europa, die EU, hauptsächlich die sogenannten kritischen Rohstoffe bezieht. Und auch da sieht man hauptsächlich aus dem Ausland und dementsprechend soll das quasi verringert werden. Und auf der Folie danach sieht man noch mal, habe ich eben angesprochen, das Ziel ist es auch sozusagen auch innerhalb Europas mehr metallische Rohstoffe zu gewinnen oder die sogenannten kritischen Rohstoffe. Und das sind sozusagen die Punkte, die dort eingezeichnet sind, sind die Orte, wo diese kritischen Rohstoffe im Boden vorzufinden sind und potenziell gegebenenfalls abgebaut werden können. Ja, so eine politische Flankierung passiert natürlich, ist immer
in Interaktion und in irgendeiner Form verbunden auch mit Reaktionen darauf. Und deswegen möchte ich natürlich auch als sozusagen Koordinatorin von einem zivilgesellschaftlichen Bündnisses auch deutlich machen, was die Reaktion von uns aus der Zivilgesellschaft war und damit auch den Bogen zurückschließen und auf die nächste Folie, um nochmal den Punkt einzubringen, we can't mine our way out of the climate crisis, weil das war sozusagen der Titel eines Briefs an die Kommission im Nachgang zu der Veröffentlichung dieses Aktionsplans. Mehr als 230 zivilgesellschaftliche Organisationen haben an die Kommission einen Brief gerichtet und eben ganz klare Kritikpunkte darin deutlich gemacht, die ich eben auch schon versucht habe oder teilweise auch schon angesprochen habe im Zusammenhang mit dem EU Green Deal. Das heißt, es ist eine mangelnde Priorität auf die absolute Reduktion des europäischen Rohstoffverbrauchs. Die betroffene Bevölkerung spielt eigentlich gar keine Rolle in den Entscheidungsprozessen, wo Rohstoffe abgebaut werden. Sie haben nicht die Möglichkeit, the right to say no, also auch zu sagen, nein, wir leben hier hauptsächlich von Landwirtschaft und wir können jetzt hier keine neue Mine aufbauen. Und dass wir gleichzeitig auch sehen, dass es sozusagen auch zu einer Ausweitung kommt des Bergbaus, beispielsweise auch immer in hochsensiblere Gebiete. Und da spielt dann Tiefseebergbau auch eine Rolle, auf das ich später noch kurz eingehen werde. Bevor wir jetzt gleich zu dem Video kommen, wo ich zwei Vertreterinnen sprechen lassen möchte aus der internationalen Zivilgesellschaft, möchte ich eine Grafik noch einbringen, um auch nochmal diese Rohstoffgerechtigkeitsperspektive mit einzubringen. Und ich habe jetzt schon häufiger über Autos geredet, ich habe über Bauxit geredet. Als Grundstoff für Aluminium haben wir in dieser Grafik, die im Rohstoffwendepapier auch vorzufinden sind, haben wir uns quasi die Frage gestellt oder errechnet, wie viele Fahrzeuge es eigentlich pro 100 Menschen gibt, zum einen in Deutschland und in Guinea. Guinea liegt in Westafrika. In Deutschland kommen 69 Fahrzeuge auf 100 Menschen. In Guinea kommen noch nicht mal ein Fahrzeug auf 100 Menschen. So viel zur Nutzung von Fahrzeugen und Nutzung von Rohstoffen dementsprechend auch. Und wenn wir gleichzeitig aber gucken, woher die deutsche Autoindustrie hauptsächlich ihr Bauxit bezieht, was wie gesagt der Grundstoff für Aluminium ist und hauptsächlich in die Automobilindustrie geht, bezieht Deutschland über 90% des Primärbauxits aus Guinea. Also so viel zur Verteilung, wer Rohstoffe nutzt und wer die Kosten sozusagen trägt des Abbaus. Zur nächsten Folie und dann starten wir rasch. Das Video, nur nochmal sozusagen Konzepte auch mit eingebracht, was grundsätzlich die Ausrichtung des Arbeitskreis Rohstoffe sozusagen nochmal ein theoretisches Konzept auch packt, was ihr vielleicht auch schon in der Universität, auch in Seminaren vielleicht auch schon mitbekommen habt oder erwähnt wurde, die sogenannte imperiale Lebensweise von Ulrich Brandt und Markus Wissen. Also dass unsere vorherrschenden Produktions- und Konsummuster beispielsweise in Deutschland oder Europa hauptsächlich dadurch charakterisiert sind, dass sie unbegrenzten Zugriff auf Ressourcen, auf Raum, auf Arbeit und Denken andernorts voraussetzen und das sozusagen ein deutlicher Widerspruch zu globalen Gerechtigkeitsthemen eigentlich stellt, wo es darum geht, Verteilungsfragen zu stellen im Hinblick auf Zugang und Nutzungsrechte von Ressourcen. Und jetzt möchte ich aber wirklich zwei Kolleginnen sprechen lassen. Das war in einem Projekt. Wir haben internationale Zivilgesellschaft gefragt, warum wir eigentlich in Deutschland eine Rohstoffwende brauchen. Und dabei möchte ich jetzt Juan Donoso vom Forschungszentrum und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika sprechen lassen und Tita Kada vom Civil Society Forum of Tonga. Und der Link, den ihr vielleicht auch im Chat finden könnt, umfasst, könnt ihr euch im Nachgang auch gerne nochmal angucken, wo insgesamt 6 Personen interviewt wurden. Aber aufgrund der Zeit werden wir es jetzt bei den 2 Personen lassen.
Start. En tierras blancas de sed. En tierras blancas de sed, partidas de abrazamiento, los cristos llamados cactus vigilan desde lo eterno. Aldeas que han hambre y sed, igual verano que invierno, miran así de hito en hito, con sus puros ojos inmensos y el cuerpo en vano crucificado, al pasajero, al pasajero. Este es un extracto de un poema de Gabriela Mistral escrito en 1912, Premio Nobel de Literatura, sobre el desierto de Atacama, un desierto de donde se saca el litio y el cobre, que da energía y tecnología para un mundo desechable. Alemania necesita urgentemente un Rohstoffwende. Alemania sigue replicando las mismas dinámicas coloniales de los últimos 500 años. Una vida más verde y sustentable en Europa, con autos eléctricos y aguacates orgánicos, está siendo pagada por los territorios del sur global. Las soluciones están claras. Se necesitan gobernanzas locales, autonomía de los pueblos, de crecimiento minero y energético, desprivatización de los bienes naturales. Fin a las normativas actuales de Europa para que así la poesía de los territorios oprimidos pueda seguir surgiendo. A lot of the companies were exploring and trying to mine oceans in the Pacific and in the area, European companies, and we know that a lot of them are actually stating that this is for the blue climate change that we're trying to envisage for our future, where we actually have minerals filling or taking over the fossil fuel. While that might be okay for them to say, we are not very comfortable and we're not very supportive of this line of argument, because for us in the region, we contribute very little to the climate change, the ozone gas. So that's why we're feeling that we seem to be penalized and we are being used as the mining sites, as the guinea pigs for this extractive industry. But we are contributing very little, even though we are the most vulnerable to this climate change impact. So we're hoping that people in Europe and in the most developed countries could consider us, be in our shoes. If something happened to our ocean, it might be in the deep, but it connect to lands where we lived in the Pacific. So our outcry is, please stop deep sea mining. Give the 10 year of science. Let's consider what the finding will be after 10 years from now, and then decide if it's the answer. But there are a whole lot of alternative for this green climate change strategy. They are thinking that the minerals from the deep will replace. We have always believed that recycling, repositioning, positioning, and repackaging the current minerals that are already in use might be answers to what they're actually trying to say. Genau, ich würde euch bitten, gerne im Nachgang dieses Video als Ganzes nochmal anzuschauen. Es sind noch 4 andere Personen, die auch befragt wurden und nochmal Stellung beziehen, warum wir in Deutschland eine Rohstoffwende brauchen. Ich denke, Juan hat nochmal deutlich gemacht, sozusagen auch die Fortführung oder koloniale Kontinuität, die wir auch im Rohstoff, in der Rohstoffnutzung beobachten können. Und das Interview mit Tita kam euch jetzt vielleicht so ein bisschen neu vor, aber das habe ich extra so gewählt, weil ich vor allem deutlich machen wollte, dass es sozusagen auch zu einer Ausweitung, damit jetzt zu der Folie 2 weiter. Wenn das klappt, noch eins weiter und noch eins weiter.
dass es sozusagen nicht nur ein weiter so zu beobachten ist, jetzt beispielsweise im Landbergbau, sondern dass wir auch sehen, dass es eine Ausweitung wirklich der sogenannten Mining Frontier gibt, also dass neue Orte in Frage gekommen, wo bislang noch gar keine Rohstoffe abgebaut werden. Und das werde ich jetzt nur kurz anteasern, wie auch so viele andere Punkte, die ich jetzt eingebracht habe, auch, ist das Thema des Tiefseebergbaus. Und mir wäre es wichtig, dass es sozusagen hier heute auch mal gefallen ist, also dass tatsächlich internationale Debatten gerade geführt werden und auch schon Bergbaukonzerne wirklich den Schritt wagen wollen, in der Tiefsee von mehr als in 5000 Metern Tiefe spezifische Rohstoffe abzubauen. Das sind Manganknollen, das sind Kobaltkruste und Massivsulfide, die eben sehr metallreich sind. Und wir gleichzeitig beobachten, dass aber die Argumentation und die Legitimation dieser Vorhaben des Tiefseebergbaus gleichzeitig so legitimiert werden, dass gesagt wird, wir brauchen in der Bekämpfung der Klimakrise für die notwendigen Technologien, beispielsweise für die Batterien, brauchen wir diese Rohstoffe in der Tiefsee und das ist sowieso viel sauberer als Landbergbau und dort unten lebt ja niemand und arbeitet auch niemand und deswegen ist es viel besser. Und wir sehen das mit großer, nicht nur wir als Zivilgesellschaft, sondern auch viele WissenschaftlerInnen und WissenschaftlerInnen, die eben sagen, wenn wir jetzt noch das Ökosystem, das extrem belastete Ökosystemmeere auch quasi von unten noch mit industriellem Bergbau belasten, dann sind die Auswirkungen wirklich, können wir noch gar nicht genau sagen, weil wir auch im Grunde genommen weniger über die Tiefsee wissen als über den Mond beispielsweise. Also es sind noch sehr, sehr viele Ungenauigkeiten und auf internationaler Ebene wird quasi schon debattiert, nicht ob wir abbauen, sondern wie sozusagen ein nachhaltiger Abbau eigentlich gestaltet werden kann. Und das ist für uns, sagen wir als Zivilgesellschaft, ganz klar Stopp und beobachten gleichzeitig, dass es auch sozusagen in den Protesten dagegen, neben den zahlreichen Protesten, die wir aber in Ozeanien, wie jetzt von Tita eben beobachten, die sich dagegen stellen, ansonsten in Europa sozusagen relativ still sind, weil es entweder man es nicht mitbekommt oder es zu weit weg ist. Den Aufruf auf der nächsten Folie möchte ich nur noch mal kurz einleuchten, den wir eben gestartet hatten und das nochmal verdeutlicht, dass sozusagen im Namen des Klimaschutzes darf es nicht zu einer Ausweitung kommen, darf es nicht zum Tiefseebergbau kommen, was von zahlreichen Organisationen mit unterstützt wurde. So, jetzt zum Schluss und ich weiß auch, dass ich jetzt langsam auch zum Schluss kommen muss, möchte ich quasi ein Fazit, habt ihr frech so genannt, neuer Wein in alten Schläuchen, Fragezeichen, die Frage stellen, inwiefern, beziehungsweise nochmal ein Plädoyer jetzt in diesem Rahmen äußern, warum ich es eben enorm wichtig finde, dass wir uns auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung, dass wir uns im Zusammenhang mit den Technologien, die wir nutzen, um die Klimakrise sozusagen oder ihr Einhalt zu gebieten, dass wir die Augen nicht verschließen sollten vor Rohstoffgerechtigkeitsfragen und dementsprechend auch metallischen Rohstoffen, weil wir eben sehen, dass extraktive Modelle, also dass sozusagen der Abbau für den Export in den Gebieten des Rohstoffabbaus, die hauptsächlich aber verwendet werden, jetzt beispielsweise in Europa, fortgeführt werden, dass sich grundsätzlich aber eben nur die Technologien verändern und die Legitimation und dass teilweise sozusagen auch die Klimakrise genutzt wird, um dieses extraktive Modell sozusagen auch zu verstetigen. Und dass globale Gerechtigkeits- oder globale Ungerechtigkeitsfragen, die wir im Zusammenhang mit der Klimakrise stellen, eben auch uns fragen sollten im Zusammenhang mit Rohstoffen. Und wir eben auch beobachten, dass die Bergbauindustrie, die vor allem auch sehr stark von dem Abbau fossiler Rohstoffe profitiert hat, sich jetzt sozusagen hinwenden zu den sogenannten Transition Minerals, also zu den metallischen Rohstoffen, die ich jetzt häufiger erwähnt habe, um damit grundsätzlich jetzt wieder quasi Profite rauszuschlagen. Und deswegen das dringende Plädoyer, sozusagen die Rohstoffwende, und das zur nächsten Folie,
die ich jetzt anteasern werde und wir vielleicht in der Diskussion nochmal auch vertiefen können, ein Plädoyer, dass wir gleichzeitig mit den Strategien oder innerhalb der Debatten um sozial-ökologische Transformation, wir in jedem Fall auch die Rohstoffwende, so wie wir sie nennen, als Konzept und als Idee mit einbringen sollten. Wir können die Energiewende sozusagen nicht ohne Rohstoffwende denken oder sollten wir nicht, weil wir sonst sozusagen in die gleichen Fallen tappen, wie wir das in der Vergangenheit auch getan haben. Und das ist jetzt unser letztes Forderungspapier, was wir vor allem auch im Rahmen der Bundestagswahlen auch an politische EntscheidungsträgerInnen gerichtet haben. Es wurde unterzeichnet von mehr als 40 Organisationen, wo wir eben an einzelnen Forderungen und Punkten deutlich machen, wir müssen unser Umgang mit metallischen Rohstoffen muss sich verändern. Und da eine kurze Auswahl und dann stoppe ich wirklich. Eine Auswahl von unseren Forderungen, nur dass es einfach mal ein Gefühl gibt für die Punkte. Noch, ich glaube, jetzt sind die Folien nicht weitergegangen. Genau, das ist sozusagen das Forderungspapier, auf das ich gerade eingegangen bin. Und das ist jetzt eine kurze Auswahl an den Punkten, die ich jetzt von unserer Idee der Rohstoffwende mit einbringen möchte, was eben auch sicherlich im Vortrag auch schon deutlich wurde. Wir fordern vor allem auch eine Senkung des absoluten Rohstoffverbrauchs. Also wir müssen uns auch die Frage stellen, wie viele Rohstoffe wir überhaupt auch verwenden und für was sie verwendet werden. Und dass es grundsätzlich eigentlich nicht sein kann, dass Autos immer größer und immer schwerer werden und wir dementsprechend mehr metallische Rohstoffe brauchen, wenn klar ist, dass sie aber auch maßgeblich dazu beitragen, die Klimakrise zu verschärfen, beziehungsweise für andere notwendige Technologien zur Dekarbonisierung eigentlich viel wichtiger wären beispielsweise. Also das heißt, wir setzen uns wie bei Klimaschutzzielen eigentlich auch für Ressourcenschutzziele ein. Und ganz klar, dass wir sozusagen den Umgang mit Rohstoffen zirkulär denken wollen und das auch politisch umsetzen wollen, dass sozusagen auch nicht mehr so viele Rohstoffe verloren gehen. Und weil klar ist, dass natürlich Deutschland in Zukunft auch weiterhin, wir werden das nicht von jetzt auf gleich verändern, muss eine globale Verantwortung entlang der kompletten Lieferkette gegeben sein. Und das sind die Debatten, die gerade sehr viel geführt wurden und ihr vielleicht auch mitbekommen habt mit der Initiative Lieferkettengesetz, wo auch zahlreiche Organisationen aus dem AK ja auch mit involviert waren und wir auch selbst sehr viel dazu arbeiten. Wir eben entlang der kompletten Lieferkette die sogenannten Sorgfaltspflichten einfordern. Das heißt, dass Unternehmen die Pflicht haben, nachzuweisen, woher sie beispielsweise ihre Rohstoffe beziehen und inwiefern sie die Risiken entlang der kompletten Rohstofflieferkette minimieren, die Menschenrechtsverletzungen. Und wir sagen, und das möchte ich jetzt nochmal einbringen, weil ich es eben eingebracht habe, absolute Stopp von Tiefseebergbauvorhaben, wo Deutschland auch involviert ist in jedem Fall. Ich würde sagen, ich belasse jetzt dabei. Ich glaube, ich habe schon überzogen. Wir überspringen vielleicht noch zwei. Ich habe euch nämlich auch noch mehrere Literaturvorschläge mitgebracht zum Nachlesen. Das ist zum einen, würde ich euch da gerne nochmal verweisen auf die Bibliothek des Arbeitskreis Rohstoffe, wo wir sozusagen alle möglichen Publikationen zu den Themen ständig das updaten und ihr Themen zu Bauxit, zu Kupfer, zur Mobilitätswende im Zusammenhang mit der Rohstoffwende. Auch die Broschüre, die ich jetzt mehrfach erwähnt habe, 12 Argumente für eine Rohstoffwende finden könnt. Ich würde auch gerne noch den nächste Folie, dem Podcast von PowerShift erwähnen, Kompass Weltwirtschaft, wo vor allem auch mein Kollege Michael Reckhort, der vormals der Koordinator des Arbeitskreises Rohstoffe war und bei PowerShift als Referent für Rohstoffpolitik arbeitet, sehr viel zu den Themen, die ich jetzt auch gerade erwähnt habe, spricht und in Kürze auch ein Papier zum Zusammenhang von Klima und Rohstoffe von ihm erscheinen wird. Und dann auch, weil wir natürlich auch im Uni-Kontext sind, auf den nächsten beiden Folien auch noch ein paar wissenschaftliche Literatur, außer das in der Mitte, wo es auch nochmal um die Fragen geht, die ich jetzt auch mehrfach eingebracht habe, um Extraktivismus-Themen, um Rohstoffgerechtigkeitsthemen und steigende Nachfrage von einzelnen metallischen Rohstoffen. Da auch noch die nächste Folie. Und dann kommen nur noch meine Kontaktdaten.
Und nochmal die Bitte, kontaktiert mich. Es sind sicherlich sehr, sehr viele Fragen offen geblieben. Ich hoffe dennoch, dass ihr viel mitnehmen konntet. Und ja, mein Plädoyer, we can't mine our way out of the climate crisis. Und ein großer Wunsch und die Bitte, diese Themen mit in die Klimagerechtigkeitsdebatte mit einzuführen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und entschuldigt das Überziehen. Alles, alles super. Ich habe einmal kurz auf Headset gewechselt. Ich hoffe, man hört mich einigermaßen. Kein Problem mit dem Überziehen. Ich glaube, das ist für alle genauso interessant wie für mich. Und wir haben ja im Hintergrund so ein bisschen die Fragen gesammelt, die aufgekommen sind, und würden einmal anfangen mit so generellen Verständnisfragen. Und zwar hast du auf Folie 5 gesagt, dass Deutschland ein Rohstoffverbrauch hat, einen indirekten Rohstoffverbrauch von 700 Millionen Tonnen Metallerz. Und da war noch einmal die Frage, was bedeutet jetzt in diesem Fall dieser indirekte Rohstoffverbrauch? Was wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür? Ach genau, das ist zum Beispiel indirekter Rohstoffverbrauch bedeutet, was beispielsweise durch Produkte in Deutschland an Rohstoffen ankommen, also die quasi schon verarbeitet sind in Form von Produkten und jetzt nicht als reines Erz in Deutschland ankommen und in der Schmelze in Deutschland weiterverarbeitet werden. Das meinen wir damit. Okay, gut. Und dann eine Frage zum Zusammenhang zwischen den erhöhten metallischen Rohstoffbedarf und erneuerbaren Energien. Also kann man da so einen Zusammenhang auch schon in den letzten Jahren beobachten zwischen dem Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Metall- oder Metallerzbedarf? Ja, also das ist ein total wichtiger Punkt. Und ich möchte hier auch nochmal betonen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie jemanden oder in die Hände spielen will, die den Ausbau von erneuerbaren Energien torpedieren oder so. In keinster Weise. Also in erster Linie, der Arbeitskreis Rohstoffe hat auch ewig lange absolut raus aus den Fossilen und so weiter dazu gearbeitet. Und jetzt haben wir uns sozusagen auf metallische Rohstoffe fokussiert, weil wir merken, da ist jetzt gerade ein Schwachpunkt, da arbeitet niemand zu. Das heißt, mir geht es auch nicht darum, jetzt zu sagen, wir dürfen nicht mehr so viele Windkraftanlagen bauen oder so, sondern es muss letztendlich expliziter geschaut werden, für was wir eigentlich metallische Rohstoffe verwenden und wie wir sie verwenden und wie wir auch schon von Anfang an, wenn wir beispielsweise Windkraftanlagen bauen, auch überlegen müssen, wie wir sie letztendlich wieder abbauen oder reparieren können und so weiter. Und wir sehen auf jeden Fall, oder es wurde ja auch in den Prognosen deutlich, dass mit der Zunahme der Technologien und das beobachten wir ja auch oder es wird auch mit der neuen Regierung kommen, der Ausbau der erneuerbaren Energien, auf jeden Fall natürlich auch der Metall- oder Materialbedarf für erneuerbare Energien auch steigen wird. Und das ist sozusagen auch noch der große, oder da versuchen wir auch noch gerade intensiv zu arbeiten und zu schauen, wie wir das Thema aufgreifen können. Und ja. Danke. Und du hast ja auch diese Karte hingewiesen mit den Konflikten weltweit. Ich glaube, das ist sicher was, was wir uns alle danach auch nochmal selbst angucken können. Und da war nochmal so ein bisschen die Frage, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen näher an der Lebensrealität von vielen, die hier zuhören. Konflikte in Frankreich, Dänemark, Belgien, was sind das dann zum Beispiel für Konflikte jetzt in Ländern des globalen Nordens? Ja, das sind eigentlich teilweise recht ähnliche, würde ich sagen. Also wenn es jetzt darum geht, dass beispielsweise, also klassische Landkonflikte, also dass deutlich wird, ja, wir leben hier auf Reserven von, weiß ich nicht, von Lithium oder von Kupfer und das wird jetzt benötigt und eigentlich lebt da aber eine Gemeinschaft drauf und das ist hauptsächlich landwirtschaftlich betrieben oder da steht ein Dorf oder was auch immer und da quasi ausgehandelt werden muss, für was nutzen wir jetzt eigentlich diese Fläche. Und natürlich ist teilweise die Frage oder würde ich jetzt behaupten, dass wenn es um den Prozess, also dass es zu gewaltvollen Landvertreibungen kommt, was wir jetzt zuletzt in Guinea beim Bauxitabbau, wo auch Deutschland eine Rolle spielt, beobachten konnten, würde ich jetzt sagen, dass das
weniger der Fall ist, dass es wirklich zu einer gewaltvollen Vertreibung kommt. Aber dieser Konflikt, dass Gemeinschaften einen Ort quasi bewohnen und es dann teilweise nicht adäquat mit einbezogen werden und ihre Rechte nicht adäquat respektiert werden, dass das beispielsweise ähnliche Konflikte sind. Und natürlich sind Umweltschutzmaßnahmen in Europa jetzt teilweise gegebenenfalls höher. Das heißt, das Abfließen von toxischen Gewässern ist vielleicht weniger oder ist durch höhere Standards oder höhere Überprüfung vielleicht weniger möglich. Aber grundsätzlich ist, wie Bergbau quasi abläuft und welche potenziellen Gefahren damit einhergehen, beobachten wir auch in Europa. Und das ist natürlich ein interessanter Punkt, weil das sehr häufig die Proteste, die ich auch erwähnt habe, auch von dem zum Beispiel Yes to Life, No to Mining Netzwerk, wird sehr häufig oder sehr schnell uns vorgeworfen, dass gesagt wird, ach ja, aber jetzt findet es sozusagen in eurem Backyard statt und jetzt wollt ihr das nicht. Aber gleichzeitig brauchen wir ja diese Rohstoffe. Das würde ich gerne nochmal betonen, dass das nicht der Fall ist. Also es geht nicht nur darum zu sagen, ja, bei uns darf das jetzt aber nicht stattfinden, sondern dass wir grundsätzlich, wenn wir sozusagen Primärbergbau ausbauen und gleichzeitig aber nicht darüber nachdenken, wie viel wir absolut verwenden und für was wir das verwenden und wie wir die Rohstoffe grundsätzlich auch nutzen und wie viel wir sozusagen verschwenden, dann können wir das nicht akzeptieren, egal wo das passiert, dass es zu einem Ausbau kommt und wir damit eben all die Punkte, die ich eingebracht habe, riskieren. Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen, sag mal, spezifischere Frage. Da geht es jetzt um darum, wie du die Situation mit dem Magnesiummangel bewertest. Und du wolltest schon, oder ich sage noch einmal die Teilfragen. Und zwar, wie schnell jetzt zum Beispiel Minen in Europa aufgebaut werden können. Du hast ja gerade auch schon über den Primärbergbau in Europa gesprochen und wie das überhaupt mit den Klimazielen vereinbar ist und wie sich das vielleicht auch auf die gesamte Wertschöpfungskette auswirkt. Sag mal, die erste Frage. Achso, die erste Frage, genau. Deine Bewertung des Magnesiummangels okay. Oder genau, und wie es auch mit Primärbergbau in Europa aussieht diesbezüglich. Genau. Okay, das ist natürlich gerade eine ganz aktuelle Debatte, was eigentlich erstmal grundsätzlich nochmal gut verdeutlicht, wie verwoben und wie abhängig teilweise auch die Produktion oder all die Selbstverständlichkeiten, die wir im Alltag haben, in den Produkten so verwenden. Und jetzt deutlich wird, wir haben einen Engpass was Magnesium angeht. Und jetzt steht plötzlich, weil es notwendig ist in der Aluminiumproduktion, jetzt steht eben all die anderen Schritte in der Lieferkette stehen quasi auch. Und das hat ja auch in der Corona-Pandemie wurde das ja deutlich. Und dass sozusagen die Sichtbarkeit der Komplexität, das, was wir bei metallischen Rohstoffen auch noch viel, viel, viel stärker sehen als bei fossilen Rohstoffen, dass das überhaupt erstmal deutlich geworden ist. Also inwiefern weit entfernte Produktionsengpässe oder Bestreikung von Minen Auswirkungen hat auf die Automobilindustrie in Deutschland im Grunde genommen. Und das ist erstmal ein wichtiger Punkt, das überhaupt zu sehen, weil sehr lange haben wir beispielsweise auch als AK darüber gesprochen und die Leute, das war nicht wirklich sichtbar oder nicht ersichtlich, wenn man nicht direkt dazu arbeitet. Jetzt kann man natürlich gleichzeitig sagen, okay, das ist ein Grund, warum wir in den heimischen Bergbau vorantreiben sollten, wie schnell das überhaupt möglich ist. Also ich würde das extrem vorsichtig, oder wir haben da, das ist auch grundsätzlich meine eigene Position, wir haben da jetzt als AK noch keine klare Position zu. Ich finde es aber ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt quasi nichts überstürzen können aus dem Punkt, was ich eben auch gesagt habe, dass wenn quasi keine Strategien gefahren werden, wie wir überhaupt überlegen, wie viel Rohstoffe wir verwenden und wie wir sie verwenden, sollten wir, und das beobachten wir, und das ist meines Erachtens nach eine große Gefahr, auch mit einer FDP in der Regierung, dass es beispielsweise zu Deregulierung kommt in den Genehmigungsverfahren. Also das heißt, dass alles schneller genehmigt werden soll, weil wir quasi schnell die Rohstoffe brauchen, was aber wir auch im Ausland eben beobachten, je schneller das passiert, desto weniger werden quasi die örtliche Bevölkerung mit einbezogen, desto mehr Risiken bestehen einfach, dass es quasi nicht vollumfänglich mitgedacht wurde. Das heißt, also das ist jetzt keine konkrete Bewertung des Magnesiumsmangels, nur noch mal
eigentlich eine Veranschaulichung an diesem Beispiel, wie komplex und wie fragil sozusagen auch metallisch-Rohstofflieferketten sind. Und natürlich müssen wir uns auch die Frage stellen, woher wir die metallischen Rohstoffe beziehen. Aber das muss auch nicht nur durch den Primärbergbau quasi geschehen, sondern vor allem die Frage, wie können wir metallische Rohstoffe im Kreislauf behalten. Darauf, also was für eine Überleitung, Hanna, als hätten wir es abgesprochen, darauf bezieht sich schon die nächste Frage. Nämlich, wenn es um Lösungen geht und um solche Stoffkreisläufe. Also inwiefern haben solche Stoffkreisläufe auch eine Treibhausgasemission, also sei es CO2 oder andere Gase? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, wie oft lassen sich diese Kreisläufe durchspielen? Also jetzt vielleicht ganz chemisch oder wie auch immer gedacht, die Entropie ist natürlich trotzdem eine Treibkraft. Also wie lange kann man solche Recyclingprozesse durchführen? Da, Cornelius, da hast du wahrscheinlich mehr Ahnung als ich als Chemiker, oder? Bist du da, studierst? Ja, Chemie, aber nein, keine Ahnung. Ist eine total wichtige Frage, auf jeden Fall, weil ich habe jetzt eigentlich auch relativ wenig sozusagen auch über die Rohstoffwende und wie wir uns das genau vorstellen gesprochen und würde auch gerne nochmal tiefergehend mit euch drüber sprechen. Und die Frage, inwiefern, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil sehr häufig auch Kreislaufwirtschaft wird immer gleichgesetzt mit Recycling. Also alle Leute denken immer, okay, da müssen wir mehr recyceln und dann haben wir das Problem gelöst. Und das ist genau der Punkt und darauf zielt vielleicht auch die Frage ab, dass Recycling natürlich auch sehr CO2-intensiv teilweise ist, das quasi alles wieder einzuschmelzen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir über Müll sprechen, dann muss es in erster Linie erstmal darum gehen, wie wir überhaupt Müll vermeiden können und das vor allem herbeiführen durch eine Langlebigkeit von Produkten und auch dementsprechend eine Reparierfähigkeit von Produkten. Das heißt, wir müssen ganz am Anfang des Produkts eigentlich schon darüber nachdenken, wie wir die Rohstoffe, die wir darin verwenden, ausbauen können und in ein anderes Produkt quasi wieder oder reparieren können und wieder einbauen können, ohne dass es eigentlich, und das ist nämlich sozusagen der Punkt, der dann erst kommt, dass es tatsächlich zu einem Recycling kommt. Und das ist ganz, ganz wichtig und das, ich habe es eben kurz erwähnt, das ist die Problematik, die, wo der Knackpunkt im Zusammenhang auch mit unseren Produktionsprozessen deutlich wird. Wir denken nicht von Anfang an im Produktdesign mit, inwiefern, oder da ist gar nicht das Ziel, dass wir die Rohstoffe quasi wiederverwenden. Das heißt, relativ neue Technologien wie Windenergie, wir bauen die ganzen Windanlagen, die sind teilweise jetzt, müssen eigentlich schon wieder repariert werden oder so. Und es hat sich aber niemand darüber Gedanken gemacht, wie wir die eigentlich reparieren können und wie die Langlebigkeit von solchen Produkten eigentlich gegeben sein kann. Und das ist sozusagen ein Dreh- und Angelpunkt, der erstmal verändert werden muss. Und da beobachten wir auf europäischer Ebene, dass dieser Gedanke des Produktdesigns auf jeden Fall mehr mit einbezogen wird. Aber damit fängt es sozusagen an. Und Recycling ist sozusagen erst der nächste Schritt, weil, wie schon erwähnt, eben auch CO2-intensiv. Und wie lang sich diese Prozesse, also Kupfer beispielsweise kann enorm lang im Prozess quasi gehalten werden, wenn es adäquat, also Kupfer kann beispielsweise ohne jegliche Qualitätsverluste auch wiederverwendet werden. Die Schwierigkeit ist, und das ist auch wieder eine Frage des Produktdesigns, haben bestimmt auch schon viele im Zusammenhang mit Smartphones und so weiter mitbekommen, der Punkt, das habe ich ja gezeigt, wie viele unterschiedliche Rohstoffe auch verwendet werden mit spezifischen Eigenschaften, die aber, wo die Schwierigkeit besteht, dass wir sozusagen nicht alle Rohstoffe wiedergewinnen können, je nach, also da ist die Technologie sozusagen dann noch nicht so weit, dass wir alle Rohstoffe als Ganzes wiedergewinnen können, sondern dass der Fokus dann darauf liegt, auf der Masse und dann sozusagen die spezifischen metallischen Rohstoffe, die nur in ganz, ganz minimalem Umfang da drin sind, aber natürlich akkumuliert auch eine große Anzahl ergeben, dann quasi verloren gehen in diesem Prozess und deswegen also diese ganze Debatte um Verkleben von Handys und dann ist nicht die Möglichkeit, das zu reparieren und so weiter. Und das kann man mit Smartphones machen, aber das ist im Zusammenhang mit der Digitalisierung und anderen Technologien natürlich auch in anderen Produkten auch zu beobachten. Ja, ich glaube, das Thema Recycling, das ist sicher präsent bei vielen ZuhörerInnen. Dazu wurde viel gefragt, unter anderem auch, inwiefern man zum Beispiel aus solchen Mülldeponien oder auch aus den Verbrennungsresten des Restmülls oder sowas Metalle wieder gewinnen kann und auch wieder diesem Kreislauf zuführen kann. Mhm.
Ich würde in dem Zusammenhang gerne noch, ich habe das eben nicht eingebracht, weil ich wusste, wie dass ich nicht zu viel, dass es nicht zu lang wird. Und ich finde aber ein sehr, sehr gutes Beispiel, da geht es um Gold und dieser Vergleich, ne, ich habe jetzt sehr viel über Primärbergbau gesprochen. Und welche Folgen Primärbergbau hat oder wenn wir sozusagen Rohstoffe hauptsächlich, es immer noch günstiger ist, Rohstoffe aus Primärbergbau zu gewinnen, welche enormen Auswirkungen das aber letztendlich hat im Vergleich zu einer Nutzung von Sekundärmaterial. Das wird Sekundärrohstoff genannt, weil es sozusagen schon mal verwendet wurde. Das würde ich gerne in dem Punkt jetzt nochmal kurz einbringen, weil wenn wir uns bei Gold anschauen, dass in jeder Tonne goldhaltigen Erz, also wie gesagt, erst haben wir das Erz und dann muss daraus sozusagen das Metall gewonnen werden. Und in einer Tonne goldhaltigen Erz befinden sich 4 Gramm Gold. Das ist nicht sonderlich viel. Gold wird zwar auch in kleineren Rationen sozusagen verwendet, aber trotzdem ist das nicht viel. Eine Tonne Erzgold. Und wenn wir uns aber anschauen, eine Tonne Smartphones, die wir relativ schnell zusammenbekommen, würde ich behaupten, allein in Deutschland, befinden sich 155 Gramm Gold. Also eine weitaus größere Zahl, nur um mal so deutlich zu machen oder auch unter dieser Begrifflichkeit, die ich jetzt auch noch nicht eingebracht habe, des Urban Minings, also des urbanen Bergbaus, also was überhaupt zu gucken, zum einen, was haben wir für Rohstoffe, die wir alltäglich verwenden, aber welche Rohstoffe haben wir auch, die wir eigentlich nicht verwenden, die eben nicht adäquat versorgt werden oder wo sozusagen diese Infrastruktur teilweise vielleicht auch gegebenenfalls noch gar nicht besteht, das wieder zu verwenden. Aber wie können wir sozusagen die Stadt, ne, jetzt, also ich wohne jetzt in Berlin, deswegen sage ich jetzt die Stadt, aber wie können wir sozusagen auch unser erbautes System auch als Mine verstehen und überlegen, wie wir das sozusagen wiedergewinnen. Und da gibt es eben noch enorme Schwachstellen oder auch noch zu wenige politische Anreize, dass tatsächlich diejenigen, die das forcieren, auch wirklich auf dem Markt bestehen können. Das Gleiche sehen wir auch im ganzen Reparaturbereich. Also es gibt auch ein super tolles Netzwerk, was aus dem AK auch entstanden ist. Das ist der Runde Tisch Reparatur, wo es darum geht, dass sozusagen die Reparatur viel, viel mehr gefördert werden muss und dass sozusagen auch unser kulturelles Verständnis Reparatur ganz, ganz lange fest etablierter soziale Praxis in unserer Gesellschaft war und jetzt sozusagen viel zu teuer ist und sich Reparateure quasi gar nicht das leisten können, ihren Job noch auszuüben, weil die Leute eben eher billigere Produkte kaufen oder es billiger ist, neue Produkte. Kennt ihr auch alles, habt ihr schon mitbekommen. Aber da nur noch mal so deutlich zu machen, es ist sozusagen noch nicht wirtschaftlich. Teilweise sind die Technologien auch noch nicht so weit. Aber ich würde vor allem auch sagen, dass sozusagen der politische Wille auch noch fehlt und da auch mehr ausprobiert werden muss und experimentiert werden muss gegebenenfalls und vor allem die Unternehmen auch gestärkt werden müssen, die das Thema eben schon sehr ernst nehmen. Ja, vielen Dank auch für dieses schöne Beispiel. Und vielleicht eine Frage zum Abschluss, die auch viel gestellt wurde. Jetzt abseits von diesem persönlichen Bereich, Konsumreduktion etc., wie können ZuhörerInnen jetzt aktiv werden, vielleicht auch in dieser Rohstoffwende? Zum Beispiel mal ganz konkret, gibt es eine Petition gegen Tiefseemining zum Beispiel, die Personen unterschreiben könnten? Oder was gibt es da für Handlungsoptionen? Ja, ganz, ganz wichtige Frage. Also ich denke, bei Students for Future und Fridays for Future an sich wird ja sowieso auch nicht nur die Individualkonsumfrage schon gestellt, sondern finde ich immer super wichtig. Ich bin nicht hauptsächlich Konsumentin, ich bin Bürgerin Deutschlands und kann mich beschweren, was ich nicht gut finde. Und dann muss man natürlich erstmal Bewusstsein dafür schaffen, was gegebenenfalls nicht gut ist und wo mein Verhalten gegebenenfalls Auswirkungen hat in der Welt. Und das versuche ich in den politischen Prozess reinzutragen. Und das ist das, was wir als AK versuchen. Wir sind als AK jetzt quasi keine klassische, sind keine soziale Bewegung. Das heißt, man kann jetzt natürlich in den einzelnen Organisationen kann man anfragen, ob man mitwirken kann oder Praktika oder wie auch immer. Aber grundsätzlich finde ich es total wichtig, dass vor allem jetzt auch im Universitätskontext, dass diese Themen quasi aufgegriffen werden, weil wir eben immer wieder sehen, dass auch teilweise die Forschung in gewissen Bereichen auch noch nicht vorhanden ist oder
Ja, das wäre eigentlich, weil wir das selbst quasi gar nicht schaffen, einzelne Bereiche, sprich jetzt erneuerbare und metallische Rohstoffe oder wie sieht das eigentlich aus, dass da weiter quasi Zeit rein investiert wird. Und da stehen wir natürlich immer, sind wir immer offen auch für Gespräche oder haben auch schon in der Vergangenheit auch, wenn es um Masterarbeiten geht oder so, auch haben da auch gerne Gespräche mit den einzelnen Personen. Und ganz wichtig finde ich es eben wirklich, da als ja, nachzufragen und auch gegebenenfalls auch oder sich auch an politische Entscheidungsträgern zu richten, weil, also ich mache gerade ziemlich viel, beschäftige ich mich, wie gesagt, mit der Bundestagswahl und ich bin derbe enttäuscht vom Sondierungspapier, muss ich sagen. Und ich setze ganz, ganz, ganz viel auf die jungen Kandidierenden oder die jetzt im Bundestag sind, vor allem auch von Grünen und SPD, dass sie dieses Thema eben auch aufgreifen. Im Sondierungspapier steht fast nichts zur Ressourcenpolitik drin, hauptsächlich im Kontext von Landwirtschaft und Pestizideinsatz, keine Frage, super, super wichtiges Thema, aber sozusagen über Biodiversitätsverlust und Ressourcennutzung im globalen Maßstab gedacht, ist da viel zu wenig drinne und teilweise ist das Thema der Rohstoffpolitik also sehr, sehr schwer in den einzelnen Parteien auch einzubringen und deswegen ist es eben, wie gesagt, auch mein Plädoyer, diese Debatte auch in die Klimagerechtigkeitsbewegung eins reinzubringen. Und deswegen mein Appell, teilt die Themen, geht in die Öffentlichkeit damit, aufgreifen in den Forderungen von Fridays und Students for Future und so weiter. Genau. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, da können wir alle auf jeden Fall, also wir können auf jeden Fall alle was davon mitnehmen und das dann auch umsetzen. Vielleicht für alle ZuhörerInnen, die eine Frage gestellt haben, die jetzt nicht vorgekommen ist, vielleicht weil sie sehr spezifisch war oder aus anderen Gründen. Ich weiß nicht, Hannah, wie du das siehst, vielleicht könnt ihr die nochmal hübsch ausformuliert in einer formalen E-Mail an dich schicken und dann kannst du da nochmal schriftlich drauf eingehen, denn unser Zeitrahmen hier von der Vorlesung ist leider begrenzt und sie ist jetzt vorbei. Also nochmal vielen, vielen Dank, Hannah, für deinen Vortrag und auch die schöne Diskussionsrunde danach. Richtig super. Vielen, vielen Dank an euch auch nochmal für die Einladung und alle, die heute mit dabei waren. Vielen Dank, Cornelius, an dich. Und ja, ich freue mich auf den Austausch. Ja, und wenn du auch Lust hast, Hannah, würden wir ein kleines Debriefing, nennen wir das, machen danach. Da würde ich einmal einen Zoom-Link in den Chat schicken. Also ihr allen anderen ZuhörerInnen seid jetzt entlassen. Wenn du Zeit hast, kannst du dann gerne nochmal mit uns in diese Zoom-Meeting kommen und nochmal kurz reden. Okay, sehr gern. Stelle ich das einmal in den Chat. Ups. Kann sich vielleicht mal rauskopieren und dann. Hast du kopiert, Hannah? Dann würde ich dieses Zoom-Meeting dann schließen.